Es gibt mehr Sportarten, wo man mit einem Handicap spielen kann, als man denkt. Zum Beispiel auch Badminton in einem Rollstuhl. Der Andres Friedrich war beim Rollstuhlclub Zürich zu Besuch. Einmal in der Woche treffen sich Mitglieder vom Rollstuhlclub Zürich in Bülach zum Badminton spielen. Auch da geht es zackig zu und her, wie man sieht. Viele sind schon länger im Rollstuhl und haben aber vorher nicht oft oder gar kein Badminton gespielt. Der Sport ist aber ein guter Ausgleich und trainiert die Muskeln, die für Leute mit so einer Einschränkung wichtig sind. Da man gleichzeitig den Schläger haben und auch fahren muss, muss man schnell reagieren können. Das hat das Team vom Rollstuhlclub Zürich aber im Griff. Trainerin Regula Merkt hat selber zwei Knieprothesen und spielt selber manchmal zu Fuß und manchmal sitzend. Also Badminton ist die schnellste Sportart überhaupt, was es gibt bei den Rückschlagspielen. Ist etwas Spannendes, technisch sehr hochstehend. Und Badminton ist auch eine Sportart, die sich sehr gut anbietet für Fußgänger und Rollstuhlfahrer. Und wir arbeiten sehr auf Integration. Also der Rollstuhlclub Zürich ist einer von diesen Clubs, der Integration sehr hoch schreibt und nicht nur davon schwätzt, sondern das auch macht. Das Training sieht vom Ablauf her aus wie viele andere. Am Anfang gibt es nämlich verschiedene Einheiten zum Aufwärmen und zum an seinen Techniken zu arbeiten. Badminton im Rollstuhl ist aber auf keinen Fall weniger attraktiv als zu Fuß. Die Unterschiede sind gering, erzählt Regula Merkt. Das ist schwierig wegen den Unterschied. Also ich habe früher Badminton gespielt Interclub als Fußgänger und habe mittlerweile zwei Knieprothesen und spiele deshalb vor allem im Rollstuhlclub Badminton dann mehr im Rollstuhl. Und auch von der Technik her, wenn ich unsere Leute trainiere, ist es wichtig, das aus dieser Optik zu sehen, weil du siehst die Netzkante auf einer völlig anderen Höhe, wenn du sitzt, als wenn du stehst. Und anstrengender, ich weiss nicht, ich glaube, es kommt darauf an, wer auf der anderen Seite ist. Auf der anderen Seite sitzen beim Rollstuhlclub Zürich ambitionierte Spieler. Der Youssef, der der Europameisterschaft eine Medaille geholt hat, oder ein Walti Rauber, auch im Rollstuhlclub Zürich, der Weltmeister ist im Doppel. Der Youssef Hussein ist seit 12 Jahren beim Rollstuhlclub. Sport nimmt in seinem Leben einen ganz wichtigen Platz ein. Ja, Sport bedeutet mir etwas, ja, Leben, oder? Etwas ganz anderes, oder? Also, seit fast 12 Jahren bin ich im Rollstuhl mit dem Rollstuhlclub Zürich und, ja, mache ich viel Sport und viel Bewegung. Man sieht ihrer Gruppe auf jeden Fall an, dass sie riesig den Plausch hat. Und ins Schweizer kommt man definitiv. Neben Badminton bietet der Rollstuhlclub Zürich auch noch Hockey, Girling, Tischtennis und sogar Rugby an. Und das natürlich alles auf Räder. Der Rollstuhlclub zählt rund 380 aktiv und 560 passiv Mitglieder. Infos zur Unterstützung vom RCZ können auf der Homepage geholt werden.